Herzlich willkommen zum MedHoch 2 Interview. Wir sind heute hier in Berlin beim 7. Kongress für Gesundheitsnetzwerke und mein Gast ist heute Herr Professor Dr. Peter Löcherbach. Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management und er hat hier einen Vortrag zu halten, einen hochinteressanten Vortrag mit einem sehr langen Titel und das Spannendste an diesem Titel, finde ich jedenfalls, kommt ganz zum Schluss. Da steht nämlich Case Management, die Zukunft der sektorübergreifenden Versorgung. Herr Professor Löcherbach, da steht jetzt noch ein Fragezeichen dahinter. Können wir dieses Fragezeichen schon wegnehmen? Das wäre natürlich sehr schön, wenn das ginge, aber das ist zu früh. Das Fragezeichen steht deshalb da, weil eine sektorenübergreifende Versorgung im Entstehen ist und von vielen Faktoren abhängt. Case Management ist ein Teil da drin. Eine sektorenübergreifende Versorgung braucht vom Rahmen her den Gesetzgeber, um die Versäulungen der unterschiedlichen Gesetze aufzulösen. Und insbesondere kann sich eine sektorenübergreifende Versorgung nur im regionalen Kontext realisieren. Und damit sind wir bei den Chancen und den Problemen, die es gibt, weil Kooperation immer personenabhängig ist. Und das bedeutet, dass eine sektorenübergreifende Kooperation damit auch von den Akteuren abhängt. Case Management gibt dafür den Rahmen und gibt auch gute Instrumente. Aber die Möglichkeit, dass es dazu kommt, ist schon noch mal etwas anderes. Das heißt, eigentlich Case Management kann man nicht verordnen, sondern Case Management hängt ein Stück weit davon ab, so wie Sie es gesagt haben, dass vor Ort in einem Krankenhaus oder in einem Versorgungssetting, wie auch immer man das definiert, sektorübergreifend die Akteure sagen, wir wollen den Patienten, die Patientin von jemandem begleiten lassen, der ihn oder sie durch dieses, sagen wir mal, Versorgungswirrwarr führt. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie es wirklich funktioniert. Die Grundfrage steht immer, auch beim Case Management, warum mache ich das? Und die Grundfrage sollte oder die Grundantwort sollte sein, des Patienten, des Klienten willen. Und das ist natürlich schon etwas, wir sehen nach wie vor, dass Patienten immer nur in Teilausschnitten bei einem Behandler sind. Und der sieht natürlich dann zu, dass das, was er zu tun hat, dass er es richtig macht und gut macht. Aber er schließt seinen Teil ab. Und es ist ihm, ich übertreibe jetzt mal, relativ egal, was danach mit dem Patienten passiert. Und das ist zunächst das, auf was es ankommt, zu sagen, wenn der Patient wirklich im Mittelpunkt steht, und das wissen wir ja heute bei chronischen Krankheitsverläufen, es gibt ja keine ganz einfachen Fälle, in Anführungsstrichen mehr, dann muss man hergehen und muss schauen, was benötigt wirklich der Patient, gerade in den Übergängen. Stationär, ambulant. Was kann ambulant getan werden, um eine stationäre Versorgung zu vermeiden? Wie kann neben den professionellen Hilfen die Hilfen von Ehrenamt, von Familien, das Selbstmanagement gestärkt werden? Und das ist der Kern dessen, um was es geht. Eigentlich könnte man da noch sagen, dass Case Management die idealen Möglichkeiten bieten würde, Versorgung wirklich sektorenübergreifend zu gestalten. Das stimmt, aber die Kardinalsfrage ist auch hier, wer hat den Hut auf? Das bedeutet, ich kann mich ja nicht selbst als Case Manager ernennen und sagen, ich bin jetzt derjenige, der das hier alles in Anführungsstrichen steuert. Wir haben im Case Management einen besonderen Steuerungsbegriff. Gesteuert werden auch nicht die Menschen oder die Fälle, sondern es werden Situationen gesteuert. Und wir haben einen Steuerungsbegriff, der besagt, dass Steuerung in Rückkopplung mit allen Akteuren zu passieren hat. Das bedeutet, ich muss mich mit den anderen verständigen darüber. Der andere muss mir zutrauen, dass ich im Grunde genommen diesen Hilfeprozess zum Wohle des Patienten, aber auch in Wahrung der Autonomie der verschiedenen Spezialisten durchführen kann. Wie würde ich denn die Rolle des Patienten oder des Klienten in diesem Zusammenhang verstehen? Weil er oder sie sollen ja im Mittelpunkt stehen, ihm oder ihr soll geholfen werden, gerade durch ein solches Case Management. Verändert sich die Rolle? Die Rolle des Patienten sehe ich im Case Management sehr stark. Wir haben dazu auch eine Untersuchung gemacht. Wir haben gefragt, im Grunde genommen, welche Case Manager
sind erfolgreich, besonders erfolgreich, und haben Folgendes festgestellt. Die Case Manager sind am erfolgreichsten, denen es gelungen ist oder denen es gelingt, auf der einen Seite die Patientenbedürfnisse, die da sind, das, was der Patient möchte, was seine Vorstellungen sind, und auf der anderen Seite die Notwendigkeiten, die die Spezialisten sehen, die im Grunde genommen diese Balance zwischen diesen beiden, das wünscht der Patient, das wird in der Versorgung als notwendig angesehen, wenn das ausbalanciert wird. Und das ist die Kunst des Case Managements, dass man hergeht und sagt, Patient, was ist dein Anliegen, was benötigst du und was willst du? Und auf der anderen Seite dann schaut, was ist mit den Dienstleistern, die es gibt, mit den Anbietern alles möglich und was ist bezahlbar? Das ist ja ein sehr schöner Begriff, also eine Balance herzustellen zwischen den Bedürfnissen des Patienten oder Klienten und den, ich sag mal, Rahmenbedingungen, Notwendigkeiten, aber auch den Möglichkeiten, die die einzelnen Spezialisten haben. Ist das etwas, was in der Realität schon beobachtbar ist? Gibt es, sagen wir mal, Nachweise? Danach fragt man ja heute häufig, dass Case Manager das wirklich zustande bringen? Ja, das gibt es schon. Also die Forschungen zum Case Management in Deutschland nehmen zu. Wir haben einige Forschungsprojekte, die abgeschlossen sind, ein Teil eben auch in unserer Hochschule, um ihn zwei zu nennen. Das eine war ein Patientenbegleitungsmodell mit einer Krankenkasse. Ein anderes Modell geht darum, wie ein Lotsentandem im Bereich der Demenzversorgung passiert. Und hier stellen wir immer fest, dort, und das kann man über alle Modelle sagen, dort, wo diese Kooperationen gelingen, dort stellen wir fest, sind die Effekte sehr groß. Und was hinzukommt, wir müssen darauf achten, dass das Case Management dann auch gut implementiert ist. Also, dass nicht nur die Case Manager gut ausgebildet sind und ihr Handwerk verstehen, sondern dass das Case Management auch in der Organisation und zwischen den Organisationen gut implementiert ist. Dann sind die Ergebnisse sehr vielversprechend. Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es eine prädestinierte Berufsgruppe, um als Case Manager tätig zu sein? Kann man das so definieren? Das kann man nicht. Also ich würde sagen, es sind sowohl die Pflegefachkräfte, die Sozialarbeit, aber auch Mediziner, bis hin von mir aus auch Menschen, die einen anderen Beruf, es könnte theoretisch sogar ein Jurist sein, wichtig bleibt, dass derjenige, der das Case Management macht, etwas davon versteht und sich die Zeit nimmt. Case Management, dafür gibt es die Ausbildung, kann man in der Ausbildung lernen. In der Umsetzung bedeutet es aber auch, dass man für das Case Management auch die Zeit hat. Und von daher ist es gerade im Gesundheitsbereich wichtig, dass die medizinischen Berufe, die Ärzte im Case Management mitarbeiten, in der Regel aber als Case Manager nicht in Frage kommen oder als Case Managerin, weil sie nicht die Zeit haben, diesen Prozess zu steuern. Vielen herzlichen Dank. Zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass Sie auch intensiv mitarbeiten an der Zeitschrift Case Management, die im Metoch 2 Verlag erscheint. Das ist einer der Gründe, weshalb wir hier zusammenstehen. Aber der wichtigste Grund, hier auf diesem Kongress geht es ja um sektorübergreifende Versorgung. Und da hat Case Management seinen festen Platz. Herr Professor Löcherbach, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Dankeschön.